Sport 1 News wird Ihnen präsentiert von Magenta Sport. Seit heute 16 Uhr hat der HSV einen neuen Trainer. Daniel Thun kommt vom Ligakonkurrenten aus Osnabrück an die Elbe und wird damit Nachfolger von Dieter Hecking. Herzlich willkommen zu den Sport 1 News an diesem Montag, der eine Menge Schlagzeilen in der Sportwelt produziert hat. Unter anderem nach dem DFB-Pokalsieg der Bayern sind sie reif für das Triple. Dann gab es das irre Saisonfinale in der dritten Liga zwischen Ekstase und totaler Trauer. Und heute Abend könnte es ja dann auch in der Relegation richtig heiß hergehen, wenn das Rückspiel ansteht zwischen Heidenheim und Werder. Es könnte ein historischer Fußballabend werden. Wir starten allerdings mit der Aktualität und die beginnt in Hamburg. Jetzt geht's weiter mit Sport 1 News, präsentiert von Magenta Sport. Sebastian Vettel ist der große sportliche Verlierer des ersten Formel-1-Wochenendes. Nur Platz 10 beim Saisondebüt. Es knirscht gewaltig schon direkt nach dem ersten Rennen hinter den Kulissen bei Ferrari. Und damit herzlich willkommen zurück bei den Sport 1 News. Es gab auch heute reichlich verbale Dresche für Sebastian Vettel. Das Ganze nachzulesen in der kostenlosen Sport1-App oder auf sport1.de. Wenn wir mal auf das Programm der nächsten Stunden gucken, dann sehen Sie, ab 20.15 Uhr gibt es gleich das WM-Finale. Deutschland gegen Argentinien 2014 mit dem Happy End. Hier danach gibt es frischen internationalen Fußball bei Goal. Und jetzt gibt es die Fußball-Allstars. Freuen wir uns sehr drauf. Wir sehen uns morgen 19.30 Uhr wieder. Schönen Abend noch. Sport1 News wurde Ihnen präsentiert von Magenta Sport.